In unserer Studie geht es um die Behandlung von Patienten mit metastasiertem Kopfhalskarzinom. Das ist ein schwieriges Feld. Die Behandlung ist nebenwirkungsreich, aber aktiv. Die Tumoren sind sehr chemosensibel und wir haben deswegen die Kombination von Cisplatin 5FU und Cetuximab als Standard jahrelang eingesetzt. In unserer Studie geht es darum, das 5FU durch Docetaxel zu ersetzen. Ein kleiner Eingriff, der hat aber enorme Konsequenzen, weil die Zeit mit Chemotherapietagen um ein Drittel reduziert ist und die Nebenwirkungen sind wesentlich niedriger und man braucht insgesamt auch nur 4 statt 6 Chemotherapiezyklen. Insgesamt ein kleiner Vorteil für die Patienten in Richtung Toxizität, leider kein signifikanter Vorteil für die Überlebenszeit, aber ein wesentlicher Vorteil für die Qualität der Behandlung und die Lebensqualität der Patienten. Das kommt zusammen mit Fortschritten bei der Checkpoint-Inhibitortherapie und verändert die therapeutischen Zugänge für Patienten mit Kopfhalskarzinom.